Mal in ihrer Vereinsgeschichte den englischen Pokal holten, so viel wie sonst nur noch Manchester United. Es geht los. An Munteanu. Und 1:0. Auch das ist einer, der rumänische Nationalspieler, der eine gute Verstärkung für die Geisborg-Elf sein kann. Schauen Sie mal, erst bekreuzigt er sich und dann küsst er sie alle. Dorinel Munteanu. Die ganze Entwicklung nochmal von Steinmann, der sieht, der 4 Plätze für das Achtelfinale ergattert. Kopfball Labbadia. Guter Schuss von Labbadia. Gute Parade von Chris Day. Und Chris Day von allen guten Geistern verlassen. Wunderbarer Pass von Dorinel Munteanu. Und das lernt man sicher auch als Fußballlehrling in England. Wenn da ein Mann dabei ist, dann hat der Torhüter da gar nichts zu suchen. Und es war dann Labbadia. Immerhin. Der dritte Eck. Dürfen nur 2 Feldspieler und der Torhüter sitzen. Im Gegensatz zur Bundesliga. Zweite Tor erzielte dann Bruno Labbadia nach Vorarbeit von Munteanu. Weil der in Crystal Palace ausgemustert war. Bisschen Muskelprobleme, die sind aber behoben. Eckball Nummer 4 der DDR-Auswahl. Hat hier eigentlich in Köln noch nie an diese Glanzzeiten an. Hauptmann kam raus, der zentrale Abwehrspieler in dieser Dreierkette. Schön gespielt von Polster. Auf Braun. Hat er erst gut angenommen, sich dann aber zu weit vorgelegt. Sehen wir hier nochmal. Wollen andere auch. Jetzt aber Labbadia. Bisschen behäbig diesmal. Da hätte er spritziger sein müssen. Holen, damit er dann im Pokalendspiel wieder dabei war. Der Rad ging bekanntlich nach hinten los. Aber... kommt Bodo und Bodo kommt. Ja, die Kölner sind im Moment etwas zulässig und lassen das von Weiser und Labbadia. Also zum dritten Mal nutzt er eine gute Chance nicht aus. Freistoß für den Polster. Noch ein Meter. Schön gespielt. Oh, die zweite Großchance von Bruno Labbadia. Und das war Hadjus Geschoss. Und Eckball Munteanu. Das ist er. Das 3:0. Und nachdem es eben ein paar Mal nicht klappte, macht Bruno Labbadia jetzt hier sein zweites Tor. Übrigens hat er ein Länderspiel bereits in seiner Karriere bestritten. Und es gibt in Köln ein paar, an der Spitze übrigens Mittelstürmer Toni Polster, die sagen, da kommen noch ein paar dazu. Schön gemacht, schön mitgenommen. Wunderbar. Toni Polster. Eine klasse Kombinationsleistung des ersten FC Köln.
Schön gemacht, gefühlvoll geflankt von Olaf Jansen, der sich auch hinten Fleißkärtchen abholt. FA Cup, also der Football Association Cup und der sogenannte Ligapokal. Von Europapokal Engländer viel besser über unsere Außenmikrofone, als wenn hier das Publikum gegen eine Nachwuchsmannschaft von Tottenham. Stürmer, ganz offensichtlich, und deswegen dürfen. Hier sehen wir nochmal Dico ein. Polster. 5:0. Durch Monteanu. Er macht nicht nur das Spiel, er macht auch die Tore. Und die Londoner machen betretene Miene. Wir sehen Umständen auf jeden Treffer an. Andererseits zeigt das auch die Fragwürdigkeit dieses Wettbewerbs, wenn dann hier Tottenham. Ja, außerdem hatten die Kölner wunderbar gemacht. Ja, da hätte Bruno Labbadia vielleicht sogar noch mal ein Dribbling nach innen versucht. Ja, das war Außennetz. Schön gemacht, dieser Absatzkick auf Toni Polster, der an den Schläfen auch schon ganz schön graut. Er erinnert ein bisschen an den großen rumänischen Spielmacher George Hagi. Nur, der hier ist mir lieber. Der Hagi neigt zuerst möglicherweise von einem UEFA-Cup-Platz. Wenn die Tore so fallen wie hier, durch Toni Polster, das halbe Dutzend ist voll. Uneigennützig gemacht von Bruno Labbadia, der genauso zwei Tore erzielt hat. Jetzt aber Steinmann. Und der ist nicht umstritten. Toni Polster. Number 7. Durch Nummer 9. Tor Nummer 7. Aber es spricht für die gute Laune der Kölner. Morten Olsen hat die auch, der zeigt es nur nie. Chivior hat sozusagen die Initialzündung gegeben. Dann Steinmann, profitiert dann Dragoslav Stepanovic. Braun. Guter Schuss von Carsten Baumann und auch eine gute Parade des leidgeprüften Chris Day. Jetzt kommen also so gut. Es geht aus der Affäre zu ziehen. Und das hat Tottenham bisher ja auch. Gut gemacht, dieser Kopfballwischer von Kohn. Aber Chris Day im Tottenham-Tor. Erste Aktion von Zichon. Bruno Labbadia. Der Kopf. Olise ein Pass, aber jetzt Labbadia. So, und an diesem Treffer von Bruno Labbadia gibt es nur überhaupt nichts zu deuteln. Jetzt steht es 7:0. Und der Bruno ist in diesem Goalgetter-Wettbewerb in Führung gegangen. Vorarbeit wieder von Braun. Und Bruno Labbadia, ehrgeizig bis zum Schluss. Bach, obwohl sehr engagiert und eigentlich auch sehr fair. Hier gibt es entscheidend verstärken. Und vielleicht jetzt Steinmann mit einem Tor.
Nein, aber Stefan Kohn. Tut ihm sicher gut, ohne dass sich sein Preis am Transfermarkt dadurch dramatisch nach oben katapultiert. Hier nochmal die Entstehung, wieder über Munteanu. Wie könnte es anders sein? Steigt. Munteanu nochmal. Ein Juwel werden. Und er hatte zugleich die letzte Aktion, der deutsche Argentinier mit 8.